Hallo und willkommen mal wieder zu einer Rezension. Heute geht es kurz um ein Buch, das ihr wahrscheinlich auch schon öfters auf YouTube gesehen habt, und zwar um Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Genau. Dieses Buch, ich werde es euch wieder hier einblenden, wie schon letztes Mal bei meiner letzten Rezension. Dieses Buch ist im Hansa Verlag erschienen und kostet neu 16,90 €. Genau, das ist die gebundene Ausgabe, die kostet so viel. Ich glaube, es gibt eine Taschenbuchausgabe für 10 € oder so. Wie auch immer, das Ganze hat auf jeden Fall ungefähr 288 Seiten. In diesem Buch, Das Schicksal ist ein mieser Verräter, ich sag's euch nur ganz kurz, weil ich es schon bestimmt schon oft gehört habe, geht es um Hazel, die ist 16 Jahre alt und sie ist an Krebs erkrankt. Sie kann das Ganze durch bestimmte Medikamente, die es noch nicht sehr lange auf dem Markt gibt, also auf unserem Markt schon mal gar nicht. Also es ist nur eine fiktive Geschichte, keine richtige Geschichte. Also gibt es auch die Medikamente nur fiktiv sozusagen im Buch. Die gibt es nicht wirklich leider. Aber sie hat auf jeden Fall in der Geschichte ein Medikament, das ihr helfen kann, und das sie sozusagen am Leben erhält, obwohl sie bereits Metastasen hat in der Lunge und deswegen braucht sie ein Beatmungsgerät zum Beispiel, also zum Schlafen und auch sonst den ganzen Tag über, kann sie ohne Sauerstoffflasche eigentlich gar nicht richtig leben. Also sie würde dann ständig umkippen und hätte einfach zu wenig Sauerstoff im Körper. Deswegen hat sie es also nicht einfach. Und trotzdem ist Hazel eine ziemlich, ja, sie hat eine relativ, wie soll ich das nennen? Eine eher sarkastische Sicht, würde ich jetzt mal sagen, auf das Ganze. Und ja, auch wenn sie krank ist und wenn sie weiß, dass sie irgendwann sterben wird, also früher sterben wird als vielleicht ein anderer Mensch, versucht sie eben zu leben. Naja, mehr oder weniger. Also ich muss erstmal sagen, vielleicht erstmal nur so viel zur Geschichte. Vielleicht noch so viel, dass Hazel in eine Selbsthilfegruppe gehen muss, weil ihre Eltern denken, sie würde unter Depression leiden, weil sie gerne alleine zu Hause ist und liest und sowas macht. Sie sagt aber, sie leidet nicht unter Depression, und in dieser Selbsthilfegruppe trifft sie auf einen Jungen. Wie heißt er nochmal gleich? Ich habe seinen Namen vergessen, ich muss gerade mal nachgucken. Genau, auf August trifft sie, also Gus eigentlich nur abgekürzt. Und er hat früher mal unter Krebs gelitten, und zwar unter einer seltenen Knochenkrebsart oder so, oder nicht selten? Nein, nicht selten. Auf jeden Fall Knochenkrebs hatte der junge Mann. Und man hat ihm deswegen ein Bein abgenommen. Er war dann geheilt sozusagen. Also er geht jetzt eigentlich nur als Unterstützung für seinen Kumpel in diese Selbsthilfegruppe, der leidet unter Augenkrebs. Er hat eines seiner Augen schon verloren und das zweite wird ihm jetzt auch herausoperiert, höchstwahrscheinlich. Und deswegen geht er als Unterstützung sozusagen, geht Gus mit seinem Freund dahin und lernt da eben Hazel kennen. Und die beiden verstehen sich natürlich ziemlich gut, denn beide wissen ja, wie dieser ganze Leidensweg und dieser Prozess und diese ganzen Krankheitsgeschichten mit Familie und Freunden zusammenhängend ist. Deswegen verstehen sie sich gut und fühlen sich natürlich auch ein bisschen zueinander hingezogen. Das kann man sich ja eigentlich denken, wie sich diese Geschichte entwickelt. Ich hatte eigentlich ursprünglich gedacht, deswegen habe ich das Buch auch gelesen, dass das nicht so traurig ist, oder wie soll ich sagen? Ich dachte, dass Hazel vielleicht eher optimistischer ist und anders die Dinge sieht. Also mir hat das Buch letzten Endes, es hat mich jetzt nicht wahnsinnig runtergezogen, was ich befürchtet habe ursprünglich, weswegen ich das Buch eigentlich früher nie lesen wollte, aber jetzt letzten Endes doch ja gemacht habe. Aber es hat mich jetzt auch nicht irgendwie fröhlich gemacht, es hat mich eher zum Nachdenken angeregt. Und zwar ganz arg, weil man denkt ja dann schon drüber nach, so wie gut man es eigentlich selber hat, dass man gesund ist und so weiter. Vor allem, dass man gesund ist. Also das ist eigentlich wirklich das Wichtigste und das weiß ich eigentlich schon lange, das weiß ich schon immer. Das sage ich auch immer, dass das Wichtigste im Leben die Gesundheit ist. Da kann man noch so viel Geld haben und sonst was. Wenn man krank ist, dann bringt das alles gar nichts mehr. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig und das hat es einem eigentlich wieder vor Augen geführt, wie wichtig das eigentlich ist und auch diese ganze Krankheitsgeschichte, was damit alles zusammenhängt und das ist schon, ja, es ist trotz allem schon relativ bedrückend, das Ganze, also das Buch jetzt an sich. Ich habe dem Buch trotzdem 5 Sterne gegeben, weil es mich halt einfach so mitgerissen hat. Vor allem auch zum Schluss. Also es war sehr, sehr toll geschrieben, das muss man wirklich sagen. Ganz tolle Geschichte, ganz tolles Buch und ja,
ein Buch, das mich so mitreißt und auch gefühlsmäßig mit sich nimmt, wo ich so richtig hineinsteigen kann oder ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So ein Buch und das mich dann auch noch gleichzeitig zum Nachdenken anregt und über so ernste Sachen des Lebens, das kann eigentlich eine 5 Sterne kriegen. Deswegen eine klare Leseempfehlung für die, die es noch nicht gelesen haben. Das sind wahrscheinlich wenige Menschen, denn ich habe bisher fast nur gehört, dass es die Leute gelesen haben. Also ich habe eigentlich fast nur ja, so Leserückblicke oder so gesehen, wo dann YouTuber und so weiter gesagt haben, dass sie es schon gelesen haben. Deswegen habe ich es dann letzten Endes ja auch gelesen. Ja, auf jeden Fall lest es, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das ist eine tolle Geschichte. Ein bisschen bedrückend ist es schon, also man sollte vielleicht in der Stimmung sein, so ein bisschen. Also fand ich zumindest für mich. Aber ansonsten ein tolles Buch und auf jeden Fall lesenswert. Ich glaube jetzt nicht, dass ich es nochmal lesen möchte, aber ja, für einmal war es auf jeden Fall super toll und auch teilweise sehr spannend, ja. Aber jetzt nicht so spannend wie ein Fantasy-Roman oder so. So meine ich das jetzt nicht. Egal, lassen wir das. Ich glaube, das war es jetzt auch eigentlich. Viel mehr weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll noch. Ja, ich habe es vielleicht noch so viel, ich habe es ausgeliehen aus der Bibliothek. Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, denn ich habe es jetzt nicht hier. Ich konnte es euch nur einblenden. Ansonsten, ja, war es das jetzt eigentlich mit dem Video? Mir ist gerade noch was eingefallen. Eine Abonnentin hat mich gefragt, ob ich meine Kettensammlung zeigen möchte. Vielen Dank auf jeden Fall für dein Kompliment wegen meinen Ketten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich habe schon ziemlich viele Ketten, deswegen die Frage an euch, ob euch das interessiert. Schreibt mir doch einfach mal kurz in die Kommentare, ob euch sowas interessieren wird, meine Kettensammlung anzuschauen oder so. Dann kann ich es euch zeigen. Ansonsten kann ich auch gerne mal vielleicht auf Instagram oder so Bilder posten, wenn ich jetzt kein Video dazu drehen soll. Das hängt jetzt von euch ab, wer jetzt alles dafür ist. Wenn es jetzt viele sehen wollen, dann kann ich das machen. Denn wie gesagt, das sind sehr viele Ketten und das wäre schon, glaube ich, ein ziemlich langes Video. Vielleicht würde ich dann auch mehrere Videos machen. Sagt mir einfach, was ihr denkt, ob ihr Lust drauf habt oder nicht. Ich werde jetzt einfach das Video beenden, bevor ich noch viel mehr rede, unnötige Sachen rede. Und ich werde euch wie immer nach jedem Video einen wunderschönen Tag jetzt wünschen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss!